Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Norden Chinas. Wir haben heute sehr viel vor. Mal schauen, was wir alles hinkriegen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir hin müssen. Nach links. Es ist sehr kalt. Wir haben Minusgrade. Schau mal, ist jetzt noch leicht Schnee. Let's go, let's go, let's go. Wir müssen zwei Stationen fahren zur verbotenen Stadt. Wir haben unsere Tickets, oder ihr müsst auf jeden Fall eure Tickets online reservieren. Die holen wir jetzt gleich ab. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder geht man morgens hin oder mittags. Das müsst ihr auch angeben. Wahrscheinlich, weil es sehr viele Besucher hat. Ihr müsst euer Pass auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben es reserviert. Wir müssen es jetzt gleich abholen gehen. Ich hoffe, es klappt. Da bin ich jetzt gespannt. So, wir haben die Station gefunden. Jetzt muss ich erstmal nach Tickets schauen. Wie kauft man hier Tickets? Also, ich muss ehrlich sagen, sprachlich ist man hier echt aufgeschmissen. Ah, hier. Englisch. Select quantity of tickets to Single Journey. Ich denke, es müsste passen. 50 Nachos. Hallo? Scheiße, es geht nicht. Okay. Station. Jetzt sind wir in der Bahn. Wir müssen eine Station fahren. Tianmanen Westside, jawohl. Tianmanen Si Westside. Westside. How much? How much is that? Okay. Yes, that's okay. Warte, geht, geht. Da ist er. Okay. Mal Sibaya? Sibaya? Madeli. My country, China. You are German. German. Germany. Germany. Germany? We do not. Germany. Germany. Germany? So, Freunde, wir haben hier. Hello, hello. Wir haben hier Erdbeeren mit Zuckerglasur. Hast du mehr? Boah. Schmeckt so saftig.
Nice. So, jetzt sind wir angekommen. Muss schon ein Stückchen laufen, bis man zur verbotenen Stadt kommt. Und die reservierten Tickets müssten wir eigentlich von hier bekommen. Das Gute ist, so wie ich das sehe, da hat es keine so große Schlange. Ich hoffe, das ist auch so, dass die Tickets hier sind. Boah. Fast gebreddert. You have to ask for it. Order number, I can track your ticket. Order number. Ah, okay. Mein Fenster ist so wie all das Schatzmuseum in Urdeisten. Das hat nun vor Ort. Okay, thank you. So, jetzt haben wir unsere Tickets. Und dein Pass gilt als Ticket. Das heißt, du musst deinen Pass vorzeigen und dann sehen die, dass du gezahlt hast und dass du ein Ticket hast. Aber es ist sehr wichtig, dass ihr mindestens einen Tag vorher euer Ticket reserviert. Hier vor Ort kriegt ihr kein Ticket. Endlich, willkommen rein. Wow. Wir befinden uns gerade in der verbotenen Stadt und ich habe mal recherchiert, warum das verbotene Stadt heißt. Es geht darum, dass früher die chinesischen Kaiser hier gelebt haben und es war verboten für die Bevölkerung hier reinzukommen. Das heißt, nur die Kaiserfamilien durften hier rein und es haben hier für diese chinesische Architektur haben 100.000 Kunsthandwerker daran gearbeitet. Es ist teilweise Gold vergoldet oder waren früher vergoldet, die ganzen Dächer. Und das Interessante war, dass kein Gebäude höher sein durfte als das hier. Ihr müsst euch vorstellen, das Ganze war 1420 fertig gebaut. Hinter mir befindet sich das Gebäude, wo sich die Kaiser vor einer Rede aufgehalten haben. Point 07 meters wide.
Also die verbotene Stadt, die Fläche der verbotenen Stadt sind bebaut 150.000 Quadratmeter und unbebaut 750.000 Quadratmeter. Es sollen 8.600 Räume geben. Einer Legende nach sollen das 9.999 und ein halbes Räume geben. Warum ein halbes? Weil die sagen, im Himmel hat es 10.000 Räume und das ist so eins unter dem Himmel vom Ort her. In der verbotenen Stadt gibt es insgesamt 1,8 Millionen Gegenstände. Schon Wahnsinn. Das ist erstmal ein ganz kleiner Teil davon. Hier hat so Edelsteine, Juwelen, Diamanten und so weiter. Jetzt gehen wir zu Gold und Silber. Freunde, das alles aus Gold. Und es geht bis nach ganz hinten. Aus diesen Schalen wurde Tee getrunken. Einfach aus reinem Gold. Jetzt sind wir wieder raus. Also schon wirklich sehr schön. Die Architektur, die Größe vor allem von dem Platz oder von der Stadt kann man fast schon sagen. So sieht's aus von außen. Und direkt danach gibt es einen Park. Das befindet sich hier drüben. Jinshan Park. Da gehen wir jetzt auch gleich hin. Wenn man schon da ist, dann sollte man das auch noch besuchen. Ich glaube, du kannst da hoch und von da oben kannst du dir die Stadt anschauen, also die verbotene Stadt. Kommt mit, Freunde! Eigentlich sind wir zum Sommerpalast gekommen, um die Anlage uns anzuschauen. Soll auch richtig groß sein. Stattdessen fahren wir Schlitten.